Ja, in der Solitude Werkstatt wird ja alles Mögliche an Reparaturen, an Routen durchgeführt. Es kommt aber jetzt auch mal vor, dass es Reparaturen sind, die fallen jetzt nicht unbedingt in das, was ich mir vorstelle, was ich als Routenbauer hier als Serviceleistungen anbieten kann. Das ist auch der Grund, warum ich solche Reparaturen auch gerne in einem Video zeige, dass es nach Möglichkeit jeder selbst macht. In diesem Fall geht es darum, einen ausgebrochenen Kork, ich halte es mal in die Kamera, einen ausgebrochenen Kork am Rollenhalter zum Beispiel in diesem Fall wieder zu fixieren. Dazu braucht man im Prinzip nur ein Gorilla Glue, das ist ein aufschäumender, wasserfester Kleber, Montagekleber eigentlich. Den kann man hier einbringen. Mit Wasser wird das Ganze noch wesentlich stärker aufschäumen und sich überall reinpressen. Das Ganze passiert also, wie gesagt, indem ich mit dem Messer erstmal die Stelle grob schneide, nicht aufschneide, sondern aufbreche. Dann kann man da wirklich richtig reingucken. Man muss also keine Angst haben, wenn der Kork jetzt hier bricht. Denn genau, besser ist es, der bricht, als wie dass man ihn schneidet, weil diese Bruchstellen, die kann man relativ gut wieder zusammenfügen mit dem Kleber auch und man sieht diesen hinterher fast unsichtbar. So, also das wird also jetzt erstmal hier schön nass gemacht, das ganze Ding. Das sieht also hier nicht sparsam sein mit dem Wasser, richtig voll Wasser rein und dann kommt im Prinzip schon diese Gorilla Glue. Das ist also ein Polyurethankleber und der verteilt sich dann in dem Hohlraum. Hier hat man also wirklich einen fetten Hohlraum in dieser Route drinnen und das muss natürlich ausgefüllt werden. Alles, was hier nicht erreicht werden kann mit dem Kleber, das wird dann durch das Aufschäumen sich füllen. Ein Tröpfchen reicht da eigentlich schon aus. Und dann geht man mit einem spitzen Gegenstand, das kann jetzt ein Nagel sein. Ich nehme natürlich hier die Abschnitte von Kohlefaserstücke, da sind bei mir genügend von der Solitip übrig. So, das Ganze wird dann hier ordentlich verteilt. Stück kommt dann auch wieder drauf. Das hat sich jetzt übrigens komplett noch gelöst. Das macht aber überhaupt gar nichts aus. Das wird hinterher bombenfest halten. Dann wird das Ganze hier reingedrückt. Und das Schöne an dem Kork ist eigentlich, dass man ihn pressen kann und er geht hinterher dann wieder in die ursprüngliche Form auf. Kann man richtig reinmassieren und dann sieht man schon, wie dann langsam dieser Kleber da kommt und sich ausdehnt. Kann man fast live dabei sein, wie schnell dass das geht. So, jetzt wird das Ganze erstmal, und da gibt es wieder einen kleinen Trick, bei mir gibt es ja fast immer nur Tricks bei den Videos. Man geht mit dem Klebeband zum Bandagieren jetzt nicht mit der Klebeseite auf den Kork, sondern nur da hinten. Dann dreht man den um, hat den Effekt, dass man also hier bei schlechterer Korkqualität nicht unbedingt den Kork praktisch rausbricht beim Abziehen noch. Und dann geht man hier mal richtig schön stramm drüber, ein paar Mal über die gleiche Stelle. Muss man jetzt schon gucken, wo eigentlich die Stelle war. Den Rand hinten lässt man jetzt dann offen, weil den wollen wir ja noch abwischen. Und dann sieht man also auch hier schön, wie dann, wie es den Kleber im Laufe der Zeit rauspresst, wie das sich dann echt innen drinnen verteilt. So, weggewischt. Das Überflüssige wird mit Spiritus und dem Küchentuch. Also das ist ganz normaler Brennspiritus. Keine geheimnisvollen Substanzen.
So, und hier sieht man also jetzt auch schon die ersten Stellen, wo es denn also wirklich rauspresst, den Kleber. Und da kann man sich vorstellen, was da innen drinnen jetzt passiert damit. Der sucht sich seinen Weg natürlich in alle Ritzen und verklebt das ganze Ding. Da sind auch keine Hohlräume mehr. So, und das Ganze wird dann in den Ofen gestellt, respektive man kann hier auch normale Rotlichtlampen nehmen, mache ich zum Beispiel. Das ist also ein paar Minuten Wärme ausgesetzt wird und dann muss man immer wieder das austreten, denn hier tritt schon wieder was aus. Also das geht schon richtig zur Sache, wie man das sieht. Da fängt der Kleber richtig innen an, sich auszudehnen. Das muss man also dann wirklich in den nächsten 10 bis 15 Minuten, solange der sich eben ausdehnt, ständig wegwischen, sonst haben wir eben diese Ränder noch. Und da sieht man also immer, wie das wirklich rauspresst sich und immer wieder eben abwischen hier. Und wieder der Wärme aussetzen. So, jetzt sind ca. 15 Minuten vergangen. Ich halte nochmal die Kamera drauf jetzt. Ich hoffe, das ist vom Licht her noch in Ordnung. Und ich gehe mal ein Stückchen weiter nach vorne. Dann sieht man es ein bisschen besser. Hier sieht man also, wie es den Kleber richtig rauspresst. So, jetzt wische ich den nochmal ab. Auch wieder natürlich mit Spiritus. Solange er noch nicht komplett abgebunden ist, kann man ihn noch wegbringen. Das war so ziemlich das letzte Mal jetzt, wo man also noch wegwischen kann. So, und dann nehme ich natürlich auch gleich mal diese Manschette weg, die ich mit dem Tesafilm hier gemacht habe. So, und jetzt sieht man also schon mal, dass man fast nichts mehr sieht. Kein Spalt und hier war die Stelle. Also ein kleines bisschen sieht man noch, wäre gelogen, aber es ist wirklich unmerklich. Aber vor allem das Wichtige ist, es ist ganz fest und ohne Hohlraum wieder zu. So, das Ganze wird das Ganze geschliffen und davon, da ich nicht davon ausgehen kann, dass jeder hier ausgerüstet ist mit Drehbank und irgendwelchen Vorrichtungen im Ruten einzuspannen, zeige ich jetzt mal, wie das mit einem normalen Schmirgelpapier von Hand geht. Also das ist relativ easy, man fängt mit dem 40er an und geht einfach in die Richtung des Griffes, greift man hier los. Nimmt schon mal auch den oberen Schmutzfilm weg.
Kante noch ein bisschen. Na gut, ganz wie neu wird er nicht aussehen, aber auf jeden Fall sehr jetzt stabil. Und das ist eigentlich Sinn der Übung gewesen. So, nun hoffe ich, dass das Video einigermaßen Spaß gemacht hat und auch was gebracht hat. Zeigt es einfach weiter, das Video, teilt es irgendwo hin, dass eure Freunde, die eventuell auch so ein kleines Problemchen mit ihren Routen haben, dann hier auch diesen Tipp sehen. Dankeschön und tschüss.